Hallo, ihr lieben Löwen, ihr seid dran. Wir schauen, was ich dem Kollektiv der Löwen mitgeben darf. Was kriegt ihr hier? Ihr bewegt euch aus einer verstrickten Situation. Hier sind vielleicht Kontakte zu einer bestimmten Dame. Können auch Mutter-Kind-Themen sein. Es geht um Freundschaft, Treue, Loyalität. Es kann auch sein, ihr ebnet euch einen Weg, bei dem ihr euch selber treu bleiben könnt. Ja? Einen Weg, den ihr so angesehen habt, mit dem Fundament, das ihr euch bereits erarbeitet habt. Es kann ja auch wirklich um häusliche Themen gehen, um Mutterthemen. Hat sich der Stern umgedreht. Ihr habt in der Vergangenheit schon etwas geklärt. Und ihr habt hier sehr viel Zweifel und Misstrauen in eurem eigenen Haus. Und vielleicht auch Unwissenheit. Unwissenheit, die ein bisschen Unruhe mitbringt. Ne? Wo geht meine Reise hin? Sind meine Pläne gesegnet? Bin ich hier richtig? Wo ist mein Platz? Ihr habt aus dem Außen auch sehr viel Themen, wo ich sagen würde, die bringen euch Wachstum mit. Es kommen Gelegenheiten, die euch stabilisieren oder eure Vitalität auch verbessern. Es kann hier auch um Beziehungsthemen gehen, um alles Vertragliche, Verbindliche. Möglicherweise überdenkt ihr auch eure eigenen Lebenskreisläufe, eure Verbindung. Hier fallen die Finanzen noch. Und hier unten haben wir das Schiff. Geht um eure Träume, Wünsche, Sehnsüchte. Da können sich kurzfristige Aufregungen zeigen, die aus diesen Themenbereichen kommen. Emotionale Abhängigkeit ist ja auch ein Thema. Es kann auch sein, ihr fühlt euch irgendwie doppelgebunden. Ne? Ein bisschen hängt euer Herz hier und ein bisschen hängt euer Herz hier. Nichtsdestotrotz erschafft ihr euch hier einen Weg, bei dem ihr sehr getragen weitergehen könnt und aus einem Kreislauf ausbrechen, bei dem ihr vielleicht auch Dinge getan habt, nur um anderen zu gefallen. Ihr habt ja die Sonne mit dabei. Wahrheit, Leben und Sieg, und unterm Deck habt ihr noch das 11. Haus. Da geht es tatsächlich um eure Hoffnungen, Träume, Wünsche. Und das 11. Haus ist ein Haus des Elementes Luft. Da könntet ihr auch mit den Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann zu tun haben oder zu tun bekommen. Ihr macht eine spezielle Erfahrung irgendwo. Und hier unten haben wir noch die Karte Segen. Es kann auch sein, dass eine Erfahrung aus der Vergangenheit euch hier in dem neuen Reading eine gute Qualität mitbringt. Das heißt, ihr baut auf eine Erfahrung, die ihr in der Vergangenheit schon mal gemacht habt, die gut war, und nutzt diese Chance ein zweites Mal. Hier bekommt ihr ein Geschenk, hier ist ein Geschenk auf dem Weg, und ihr habt die Militärsperson dabei. Es kann natürlich von einer Behörde sein, irgendwie eine Zusage, etwas, was euch gut tut. Ihr habt unten noch das Wohnzimmer. Mit dem angenehmen Brief habt ihr hier auch relativ kurze Zeitqualitäten dabei.
Und hier geht es um Kontakte, um Konversationen, gute Nachrichten. Hier nimmt man was in die Hände. Man spricht über was, man spricht sich aus, man führt Buch und man bekommt neue Infos. Es kann ja auch sein, dass ihr in kurzer Zeit sehr viele Dinge bewerkstelligt, dass ihr ein bisschen aus der Komfortzone raus dürft. Es betrifft euren engsten Kreis. Ihr dürft eure Seele baumeln lassen, aber euch vielleicht auch nicht zu sehr abschotten. Euer Wohlbefinden psychischer Art ist hier gefragt. Wenn ihr irgendetwas mit einem Amt oder einer Behörde laufen habt, dann kriegt ihr hier gesagt, dass die Abwicklung der Dinge ordnungsgemäß verläuft. Hier können auch Liebhaber irgendwo unterwegs sein. Hier ist eine Gewissenhaftigkeit, eine Gradlinigkeit und auch eine Zuverlässigkeit, ne? Wir schauen ein bisschen weiter. Ja, ihr dürft euren eigenen Träumen folgen, euer eigenes Leben kreieren, vielleicht auch aus einem Kreislauf aussteigen, wo ihr viel Verpflichtungen habt, es anderen recht machen wollt. Und wir haben hier, dass ihr die Vergangenheit nicht mehr zurückdrehen könnt. Bleibt in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Ihr habt ja in der Vergangenheit schon gute Zeiten gehabt und irgendwas hat sich hier gewendet, gedreht, sich vielleicht auch als ungesund gezeigt und ihr habt hier die Chance, wieder in einen neuen Prozess zu gehen, wo ihr mehr euren Hoffnungen und Träumen folgen könnt, die euch ja sprichwörtlich zweimal hier mit dabei liegen. So, welches Krafttier kommt hier mit? Nein, wir nehmen erst das Einhorn noch für die Löwen. Da hat sich eine umgedreht, die Veränderung. Und ihr braucht hier keine Sorgen haben. Die Veränderungen, die sich hier anzeigen oder die ihr erlebt, die sind positiv für euch. Eure Seele, was sagt die? Es geht darum, den Kurs zu ändern, die Wege genau anzugucken. Zu reflektieren, ist etwas so, wie ich es wollte? Gehe ich nur aus Gewohnheit weiter oder was muss ich tun, um was zu ändern? Und ihr habt hier noch Briefe. Hier geht es tatsächlich um das Schreiben. Manches lässt sich besser ausdrücken, wenn man es aufschreibt. Das ging flott. Ihr habt den Papagei dabei mit dem Thema Kommunikation. Das scheint hier auch eine Rolle zu spielen. Der Papagei sagt euch, dass das Leben viele Wege kennt, dass Dinge besprochen werden dürfen, die neu gestaltet werden könnten. Hier ist ein fruchtbarer Austausch an sich. Neues Wissen kündigt sich an. Ihr habt ja hier auch die Erfahrung. Ihr seid auf einem guten Weg. Ihr dürft euch der Quelle in euch selbst öffnen und auch der von oben. Hier sind neue Möglichkeiten und hier kann man aus Mangel und Begrenzung herausgehen, einen anderen Weg finden und dieses auf spielerisch, liebevolle, offene Art. Ja, und der Papagei schenkt Leuchtkraft, Lebendigkeit und Ausdrucksfähigkeit. Er bringt auch die Qualität mit, dass man Dinge mit Humor angeht, dass man auch Wege findet, neu zu kommunizieren, auf seine Worte zu achten. Und es geht darum, Farbe ins Leben zu bringen und dran zu denken, dass Worte auch die Wirklichkeit gestalten. Und du darfst dich fragen, ob du recht haben willst oder ob dich das Leben mit anderen mehr erfreuen kann, als dass du immer recht haben möchtest. So, ihr habt hier den geheimen Strand noch. Hier
schmiedet man vielleicht einen Plan, man wechselt die Seiten oder Fronten. Man hat hier sowas, wo man untertreibt oder wo sich bedeckt hält und wo sich irgendwie ein Abenteuer als großes Los entpuppt. Eine Zufallsentdeckung, irgendetwas, was man so mit aufschnappt, was hier guten Segen mitbringt. Die Glücksimpulse noch. Emotionale Fülle. Das passt sehr gut, weil wir haben ja hier emotionale Abhängigkeit und das wäre ein Pendant dazu. Ihr lieben Löwen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.